Ja, wie gesagt, es gibt sowieso sehr viele Unterschiede. Was haben wir denn noch so Schönes? Ja, wer im Film jetzt auch nicht genannt wird, sind die Eltern. Aber das hat ja auch was damit zu tun, dass es ein bisschen anders ist, ja. Also es findet hier zum Beispiel ein sehr intensives Gespräch mit dem Vater von Joshua und Judith statt. Auch mit der Mutter, aber hauptsächlich mit dem Vater. Ja, weil der Vater hat auch ein bisschen was so damit zu tun mit der ganzen Geschichte. Ist im Film aber nicht so, weil das sind Judith und das sind Sharon und Joshua ja auch ein Paar, ja. Das heißt, sie haben logischerweise keine gemeinsamen Eltern. Was es im Film auch nicht gibt, ist der Lucania-Orden. Der Lucania-Orden spielt ja eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle im Buch, weil man nie sicher ist, wer ist jetzt eigentlich der Böse, ja? Ist es John Cowan oder ist es der Lucania-Orden? Und der Lucania-Orden existiert nicht so direkt in diesem Buch. Also er wird nie Lucania-Orden genannt, sondern es ist halt die heilige Inquisition, die da geschickt wird. Und ja, aber dieser Orden, also der spielt im Film eine sehr wichtige Rolle, dass es halt nicht die Kirche direkt ist, sondern dieser Lucania-Orden und die gehören woanders dazu. Ist in dem Buch aber überhaupt nicht so. Den Mann gibt's wirklich, so, aber er hat halt, der ist halt anders, der gehört woanders hin. Dafür gibt es dann aber im Buch eine Kirche des Seemann oder so. Ich habe jetzt den exakten Namen vergessen, es war sehr viel Input in dem Buch. Ist eine kleine Kirche in Jerusalem, die so Sachen für arme Leute kocht, die sich halt nichts zu essen leisten können, die so ein bisschen Armenspeisung durchführen. Und dort quartiert sich gewissermaßen die heilige Inquisition ein, was dem Priester dort überhaupt nicht gefällt. Aber okay. Es spielt nur eine kleine Rolle in dem Buch, aber ich fand die kurze Geschichte über die Seemannkirche doch sehr interessant. Gut, wo sind wir denn jetzt auf meinem Zettel? Zeitreise. Bla bla. Das Gespräch mit dem Vater habe ich. So. Dann die ganze Geschichte mit dem Brief. Also in dem Plastikbeutel war ja nicht nur die Videokamera, sondern es war auch noch ein Schriftstück enthalten. Und zwar handelt es sich dabei um den Brief des Zeitreisenden, der komplett anders ist, was aber auch damit zu tun hat, dass das Ende total anders ist. Also die Auflösung des Films ist nicht die Auflösung des Buches. Ja, was ich sehr wichtig finde. Ja, die Rekonstruktion des Briefs geschieht im Film so ein bisschen heimlich an einem ganz anderen Ort. Und zwar in irgendeiner, was ist das? Ach, ich komme jetzt nur, Mensch, das ist eine Universität, so eine, ja, irgend sowas, so ein Institut, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall nicht der Arbeitsplatz von Joshua. Was habe ich denn jetzt eigentlich gesagt? Ja, also im Film ist es außerhalb des Arbeitsplatzes von Joshua. Und im Buch ist es aber so, dass sie wirklich an dem Arbeitsplatz, wo auch schon dann das Skelett mit rumliegt zur Untersuchung, dort wird der Brief rekonstruiert und er wird zerstört in dem Buch. Was auch komplett anders ist zum Film. Also dort wird der Film, der Brief, der Brief gestohlen und hier wird er halt versehentlich zerstört. Ja. Ist vielleicht kein großer Unterschied, aber. Also ich muss es nochmal betonen, das Ende ist vor allem anders. Also, ja, was kann man jetzt zum Ende sagen, ohne dass man zu viel verrät? Ja. Der Film hat eigentlich ein typisches Romanende und ich fand, das Ende im Buch wäre so ein typisches Filmende gewesen. Also ich hätte die beiden wirklich ausgetauscht. Es war sehr merkwürdig, aber irgendwie habe ich mir das gewünscht, dass es das andersrum ist. Ja. Ich war sehr überrascht über das Ende. Aber ich fand es wirklich sehr schön. Also es war, ich weiß nicht, welches Ende mir lieber ist. Also sind eigentlich beide toll, aber man müsste sie halt austauschen, ja. Irgendwie. Genau. Noch was zu der Zeitreise. Im Film ist es ja so, dass Steffen und Judith sich einen Film angucken in dem Wohnwagen von John Cowan. Das Ganze passiert aber nicht im Buch. Also die Sache mit der Zeitreise ist ganz anders aufgetrödelt. Es hat in dem Buch
überhaupt nichts mit wissenschaftlichem Fortschritt zu tun, sondern es handelt sich dabei um Zufall. Ja, finde ich auch sehr erwähnenswert und ja. Also ich fand, im Film konnte man sich das Ende dann schon denken, ja. Und in dem Buch ist es halt anders. Es bleibt bis zum Ende hin spannend, man weiß nicht, wer ist denn nur der Zeitreisende, ja. Das hat mir im Buch eigentlich besser gefallen, so. Dann haben wir noch die Tauchsektion. Die Tauchsektion im Film existiert im Buch nicht. Sie wird erwähnt, aber sie geschieht nicht so, wie es im Film der Fall ist. Die Hotelflucht aus dem Film gibt's nicht in dem Buch. Und Christopher gibt's auch nicht in dem Buch. Ich weiß nicht, wie weit ihr euch noch an den Film erinnert, aber ich kenne ihn, wie gesagt, fast auswendig. Und Christopher hat auch eine kleine, aber wichtige Rolle in dem ganzen Buch gespielt. Zumindest ist er Steffen Vogt ein bisschen näher gekommen als alle anderen Charaktere. Aber den gibt's hier nicht, weil es ja auch, wie gesagt, diesen Lucania-Orden nicht so richtig gibt. Sondern es ist halt die Heilige Inquisition hier und gibt's nur einen Abgesandten. Und der Lucania-Orden war ja ein bisschen größer im Film. Ja. Schade. Also ich habe Christopher wirklich vermisst in dem Buch. Ich fand den im Film sehr suspekt, muss ich sagen. Ich fand ihn wirklich sehr suspekt, aber er hat reingepasst in den Film. Das war das Schöne daran. So. Worüber ich mich auch gefreut habe, ist, dass Ryan in dem Buch mitgespielt hat. Der hat mir nämlich schon im Film gefallen. Dieser große, blonde, schlanke Arier, der Beschützer von John Cowan ist. Und, naja, ist ein bisschen brutal, aber er strahlt halt so eine Ruhe aus, ja. Und genau die Rolle hat er auch in dem Buch gekriegt schon, also die Rolle wurde dann im Film übernommen. Und ich fand den wahnsinnig toll. Ich finde auch den Schauspieler sehr interessant. Ich werde euch jetzt mal sagen, wer das hier so ist auf dem Cover, weil es sind nämlich ein paar Personen mit abgebildet. Also, ich hoffe, ihr seht. Der Mann in der Mitte ist natürlich Stephen Fox, Steffen Vogt, gespielt von... Ich habe keine Ahnung. Ah, hier steht's. Wer ist er denn? Wer ist denn das jetzt? Gut, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist das, soll das Steven sein. Das hier ist Judith / Sharon. Das ist Joshua, der denselben Namen hat. Das ist John Cowan, der Millionär, der die Ausgrabung finanziert hat. Und das hier drüben ist der Typ vom Lucania-Orden, der im Buch aber der Typ von der Heiligen Inquisition ist. Ein Abgesandter der Kirche und ja. Genau, ich habe seinen Namen leider vergessen. Also hat er, glaube ich, im Film überhaupt keinen Namen. Und den Namen hier, der war irgendwie so komisch, dass ich mir den nicht gemerkt habe. Es tut mir jetzt leid, falls es irgendwie von Belang ist oder so. Ich gucke nochmal schnell durch, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube nicht.